Hier ruht verriegelt und verrammelt, was der Kuh am Arsche bammelt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das ist ja kein Kuhschwanz. Das scheint hier, also da steht Honda drauf, das scheint eine Honda zu sein. Ich glaube zu wissen, eine Honda CM400T. Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Und herzlich willkommen bei Leiser 36 und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Honda CM400-Reihe. Ja, was werden wir jetzt machen? Nachdem wir Vorderrad und Hinterrad in knapp 3 Stunden ausgebaut haben, ja, nur wegen der Kamera, damit ihr das mal seht, will ich euch mal weitere Details zeigen, was das Lenkkopflager spricht, wie die Dämpfer aussehen, die vorderen und die hinteren eventuell. Na, bei den hinteren bin ich mir noch nicht so sicher, es ist gleich 16:30, also so lange werde ich heute nicht mehr in der Werkstatt bleiben an einem Sonntag. Ich will da ein bisschen vorproduzieren, damit ihr unter der Woche auch was zum Schauen habt und nicht immer gleich so die Videos raushauen. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge haben solltet, dann sind die mit angrenzender Wahrscheinlichkeit schon umgesetzt. Also nicht wundern. So, dann schauen wir uns mal das Lenkkopflager an. Wenn ich das Ganze hier so stehen lasse, kann man das, glaube ich, recht gut sehen. Ja, wir haben hier also einen wunderschönen Rastpunkt da. Ja, und wie wunderschön der Rastpunkt ist, das zeige ich euch. Ah, zu steig. Eine Sekunde. Ja, vorhin ging es doch. So, da. Ja, da. Da rastet er ein, da zack. Und hier zack. Also das Lenkkopflager ist hinüber. Man hat es beim Fahren nicht gespürt. Ich bin ja auch nur auf dem Hof gefahren. Ist also ganz eindeutig hier, ja, wie der da, hat man das jetzt gesehen. Ich versuche das mal so zu machen. Schaut mal, wenn ich hier antauche und er geht an den Rastpunkt hier. Da seht ihr, das bleibt da hängen und dann geht er aber mal zack. Fährt er wieder zurück und da geht er tack in den Rastpunkt rein. Vertraut mir ganz einfach, das Ding ist sowas von Fritte. Das frittiert sich schon von selbst. Also, was machen wir? Bremsen runter, Bremsen lösen und Schutzblech rab. So. Hoffen und beten, dass die Schrauben aufgehen und nicht abreißen. Stahl in Aluminium, immer ein Problem. Deswegen mit einem Impact arbeiten. Zack. Zack. Dann hat man schon mal die Hälfte seiner Probleme weg. Oh, welch erstaunlicher Blick. Schaut euch das an. Die sieht aus wie neu. Ja, das ist ja mal erfreulich. Auch die zweite sieht aus wie neu. Moment, ich muss erst noch geschwind was organisieren. So, nämlich Einzylinder-Kondome. Und im Vergleich dazu, hier war das 5-Zylinder-Kondom. Ja. Ui, halt die Hosen zusammen. Jetzt habt ihr euch aber erschreckt. Ha? Wahnsinn. So, da kommen dann die Schrauben rein für die Scheißschwinge. Kannst du das nicht etwas gepflegter ausdrücken? Na gut, Kotflügel. Jetzt müssen wir mal schauen, zuerst, wo hängt da noch was dran, bevor ich den hier ganz abschraube. Hätten wir hier einmal die Tachowelle, da mache ich am besten unten mal den Kreuzschlitz auf. So, schauen wir mal, ob das gehen würde. Oh, die ist aber vernudelt. Halt die Hosen zusammen.
Nee. Nee, 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 nee. Das machen wir von hier oben. Die untere muss ich zuerst in den Schraubstock spannen, den ganzen Mechanismus. Ärmel-TV. Also verrenkt habe ich noch nie eine Tachowelle ausgebaut. So, zack. So, dann fädeln wir die hier durch. Einfach so, weil ich es kann. So, und dann zeige ich euch das mit der Kreuzschlitz. Also die ist richtig vernudelt. Die werden wir gleich nachher entnudeln. Und dann schauen wir mal, was wir da hinbekommen. So, Bremsleitung hier aushängen. Und jetzt kann die Scheißschwinge, Kotflügel, weg. Patsch. So. Wie möchtest du denn da gerne raus? Ja, da ist der Halter und hier sind die. Hier stört der Halter und da stören die Reflektoren, die eh nicht mehr halten. Ja, also hat sich das auch schon erledigt. So, und dann kann der nach hinten raus. Der Kote. So, dala. Und das ist er von innen. Erwartungsgemäß, dass da eingeworfen wird. Ja, das ist logisch. Aber so, der hat ein paar Dellen, ein paar Macken. Nichts, was er nicht haben dürfte. So, Bremszange. Einmal. Zweimal. Schwupp. Die Lerche. Die Schrauben. Sehen eigentlich recht gut aus. Ja. Ja und, wo sind jetzt die Mauler? Man lässt eine Bremszange nicht an den Bremsleitungen hängen. Liebe Freunde, da könnt ihr das Motorrad dran runterziehen. Begreift endlich, dass das nichts ausmacht. Ja. Da sind die Bremsbeläge. Zumal die Bremsleitung eh neu kommt. Deswegen mache ich da nicht lange rum. Aber die möchte ich gerne aus dem Weg haben. Dem Grunde, wenn wir hier mal irgendwo schauen, dass wir da so einen Expander hinbekommen, da wäre es vielleicht nicht so schlecht. Da ist der Halter von der Hupe. Und dann einfach hier so einhängen. Dann lässt die sich hier baumeln und da ist kaum noch Gewicht drauf. So, dann schauen wir mal, was müssen wir denn als nächstes abschrauben? Boah, das Ding rastet, das ist Wahnsinn. So, wie geht denn das da? Das ist, glaube ich, nur eingeklipst, dieses Honda-Emblem. Schauen wir mal. Also von hinten sieht es zumindest danach aus, als ob das nur Gummi gelagert ist. So, ist es auch. Also, etwas Silikon-Spray. Mal reichlich draufjauchen. Bisschen bewegen und dann mal ziehen. Einmal, zweimal. Das sind hier so, mein Gott, ich bleibe immer hängen. Das sind hier so Nasen und da oben hat es dann den Halter. Das muss ich ja abnehmen, weil ich sonst nicht an diese Verschraubung rankomme. Das sollte Honda-like 12 sein.
So. Einmal, zweimal und da hängt dann auch die Bremsleitung mit dran. Warum schraube ich das ganz weg? Halter sauber machen. Jetzt den Halter hier runter zur eigentlichen Bremsleitung, nicht zu der Umhüllung. Und dann kann ich den hier rausnehmen, weil der ist etwas versifft. So, sauber. So, was haben wir da? Zehner, so wie es aussieht. Babyschräubchen. Rücken-TV. So. Steht's mir nicht im Weg rum. Halt die Hosen zusammen. Komm mal runter hier. So. Sieht doch gleich besser aus. Geht nicht. Da ist der Chokezug im Weg. Geht so auf. So. Und jetzt sollte der hier schon rauskommen. Oh ja. Jo. So ist ein bisschen der Rost. Unten hat es noch Platz. Moment, seht ihr überhaupt, was ich da tue? Nein, natürlich nicht. So, ich ziehe hier die Gabel raus. Ja, Scheinwerferhalter. Ja, gerade in dem Bereich hier. Etwas Rostata. Prostata da Rostata. So. Schauen wir mal die andere Seite. Platsch, danke Schwerkraft. Schön, dass du vorbeischaust. Kannst jetzt aber ruhig wieder gehen. Danke fürs Kommen, bitte fürs Gehen. So. Und die nächste dreht sich auch. Jetzt. So, jetzt hätte ich gerne gewusst, aber die steht so genial auf dem Hauptständer. Das stört momentan zumindest mal nicht. Ich werde es merken. So, zweite Gabel. Tja, boom. So. Was spricht denn jetzt das Lenkkopflager? Knack! Duckbub! Duckbub! Ja, das habe ich gemeint. Das ist jetzt noch mal wieder das. Und da ist nichts im Weg. Das ist rein nur das Lenkkopflager. Ja. Da hätten wir jetzt den Scheinwerferhalter. Lassen wir den drin oder nehmen wir den auch raus? Was sagt denn die Gemeinde dazu? Natürlich machen wir ihn raus, weil wir müssen ihn rausnehmen, wenn ich denn jetzt meinen Kreuzschlitz finde. So, da muss also hier zuerst der Frontscheinwerfer raus. Einmal. Auf der anderen Seite korrespondierend. Oh.
geht noch, gerade so. So, einmal, zweimal, dann wieder nach unten oder nach oben, einfach mal rütteln, Stecker raus, Standlichtbirne raus. Und dann haben wir das Teil in der Hand, schaut gut aus, schaut auch vom Reflektor her noch gut aus, also keine Probleme. Und damit wir die Schrauben wieder finden, drehen wir die einfach da wieder rein. So, und die andere Seite korrespondierend. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das Ganze hier funktioniert, aber so rein intuitiv würde ich sagen, hier muss der Blinker abgeklemmt werden. Moment. Das ist wieder prädestiniert dafür, das Kabel aus dem Stecker zu reißen. Deswegen Schiebitzzange da zwischen die Isolierung. Ja, das ging relativ leicht. So, einmal orangenes Kabel und einmal das blaue Kabel. So, schön. Und jetzt den Blinker hier abschrauben. Das ist so meine Intuition, weil das eine durchgehende Stange ist und diese Mutter, die hier drin ist, die hier, sieht man, was ich da tue, diese Mutter hier angesetzt ist. Die kann sich also nicht drehen, die kann man nicht so einfach drehen, also müssen wir den Blinker drehen, also müssen wir das Ding irgendwie wegschrauben, schätze ich, und dann mit dem Kabel rausziehen. Schauen wir mal, ob das gött. Da hat es hier eine Schlitzschraube und unten hat es eine Mutter, schätze ich mal. So, und dann kann man den hier, schätze ich, ich weiß es nicht. Nein, doch. Ja, das sieht aber gut aus. So, vielleicht noch, ne, das ist locker genug. Hier ein bisschen aufmachen, versuchen aufzubiegen. So, und dann kann man hier das Kabel durchziehen. Dann hat man den Blinker in der Hand mit dem Kabel. Die Masse holt er sich hier über das Gehäuse. Machen wir das auf der anderen Seite auch gleich. Hier. So. Sup. Auch hier genau das gleiche. Und dann denke ich, kann man diese Stange vermutlich drehen. Könnte das eine 17er sein? Sieht aus wie 17, fühlt sich an wie 17, ist 17, geht aber nicht. Warum geht das nicht? Weil das hier geklemmt ist. Alter, wie haben denn die das gemacht? Das ist da geklemmt und da geklemmt. So, jetzt habe ich mir mal eine andere Brille aufgesetzt und habe da mal genau geschaut. Hier ist also ein Abstand dazwischen, das heißt, das Ding da liegt hier nur auf. Das wird nur zugeballert sein. Habe ich jetzt meinen 17er hinter? Also muss das aufgehen. Das gibt's. Es ist keine andere Möglichkeit gegeben, als wie das Ding hier so aufzuschrauben. Et voilà. Wer sagt's denn? War nur angeballert. So, dann haben wir hier eine Scheibe. Und da kommt dann diese Mutter, dieses ganze Gebilde hier, Moment, dreh dich mal, so, dieses ganze Gebilde ist eins. So wie es aussieht, geht die Mutter da auch nicht runter oder sie ist geklebt. Ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Ich lasse das jetzt einfach mal so und mache mal die andere Seite lose. In der Hoffnung, dass es irgendwie geht.
Jawohl. Wirklich nur angeballert. Das ist alles. So. Fall in die Donau. Mann, 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 Mann. So. Also Lampenhalter und zwei Gummis. Ja. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen Handlungsbedarf. Hä? Nee. Das hat mir noch gefehlt. Ja. Dann nehmen wir die andere Seite auch gleich raus. Und da sieht es genauso aus. Ja. Ja. Habe ich damit gerechnet? Jein. Werde ich es richten? Schauen wir mal. So, das kann da hängen bleiben. Das habe ich mir gedacht. Das wollte ich noch retten. Gerade vorhin habe ich noch dran gedacht, macht diese Distanzhülsen raus, die da drin sind. Ja, jetzt haben sie sich halt verabschiedet. Was soll's? So, hier ist genau das Gleiche. Die Mutter, die Distanzhülse nehme ich gleich raus und da kann nichts auseinanderfallen. ISO kann man nichts machen. So, nächster Akt. 30er Schlüssel und die Zentralmutter für die Gabelbrücke lösen. Leute, es ist immer das Gleiche. Die glauben alle, denen fällt das Motorrad auseinander, wenn die Schrauben nicht anballern, bis zum letzten geht nicht mehr. Das ist eine Halteschraube für die Gabelbrücke, die muss man nicht so anballern. Und die kriegt vielleicht, was weiß ich, ja, ich habe auch schon Anweisungen gehabt, beziehungsweise im Werkstatthandbuch stand 120 Newtonmeter oder sowas. Ja, wenn es schön macht. So, wo tun wir denn das Ding hin? Derweil, dass ich da rankomme. Puh. Lassen wir es so nach unten hängen. Schauen wir mal. Wenn ich das hier so hinkriege, so, einfach hängen lassen. So, kurzen Besuch gehabt vom Tor, kurzer Besuch ist gut, 16:45. Jetzt machen wir noch geschwind die Gabelbrücke, also da habe ich nichts gemacht. Ne? Also die gehört ja normalerweise, so wie ich das immer mache, hier anlegen, hier oben festhalten, wenn es nicht geht, wupp. Schlüssel nehmen. Moment, ich mache noch mal auf. Ich möchte euch das nur im Vorfeld noch mal zeigen. Die Gabelbrücke in die Mitte mit dem Schlüssel. Habe ich das jetzt richtig rum? Nein, falsch rum, so rum. So, hier festhalten und dann einfach so. Komm her. Hak dich doch mal da ein. Hund von eurer Katz. Und dann hier rüber an den Anschlag festziehen. Und jetzt wäre das Lenkkopflager richtig eingestellt. Und jetzt haben wir tak, 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 tak. Jetzt haben wir Rastpunkte, das Gott erbarmt. Da war ganz einfach das Lenkkopflager. Das ist, da sieht man es. Sieht man das überhaupt? Nein, wartet, 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 wartet. Ich zeig's euch. Man kann es. Es gibt noch kein Spür-TV, aber hier, das kann man sehen, ja, wie das Ding hier wieder zurückfedert. Dann geht es zack, 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 zack. Ja, also das Lenkkopflager ist komplett, aber sowas von hinüber. So, schrauben wir das hier auf. Hier oben sieht man ja gerade noch so. So.
Fertig? Noch nicht fertig? Cool. Alter Gefalter, sieht das aus. Bist du irre. Und nochmal eine. Und nochmal eine. Ja, zwei Kugeln sind noch da. Der Rest ist runtergefallen. So, jetzt gehen wir erstmal Kugeln fischen. Kugelfischer, Einspritzung. So, haben Sie Ihr Lenkkopflager gefettet? Ja. Anno 1792. Klack. Oh Gott, ist das eine Pampe. So, ich fische hier mal die Kugeln raus. Ja. Ja. Das Plutonium oder wie heißt das? Ist das in Belgien oder sowas? So. Eine Kugel ist auf jeden Fall abgestürzt. Ob ich jetzt alle habe, das wage ich mal zu bezweifeln. Ja, wie sieht es da drin aus? So. Ja. Schauen wir auch mal von unten, wenn ich es hinkriege. Ja, bloß erkennen tut man nicht viel. Ja. Ihr wisst ja, was gemeint ist. So, bevor ich jetzt Feierabend mache, hauen wir die Schalen raus. Nach altbekannter Sitte. Geht das überhaupt? Jupp, geht. Das war noch mal eine Kugel. Geht wunderbar. Gut. So. Tub Nummer 1. Einmal für die Lagerschau. Die machen wir natürlich noch. So, und jetzt so rum. Ja, ganz schön stramm. Zack. Zack. So. Sauber machen. Also jetzt die eine Lagerschale. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass die ihre allerbesten Zeiten schon lange hinter sich hat. Ja. Und da sind diese markanten Rastpunkte. Ja. Das ist die andere. So sieht man es, glaube ich, richtig schön. Da, bup, bup, bup. Ja. Oh, ja. So, und da wieder ganz entspannt aufgelegt. Ja. Ja. Lenkkopflager 100 CM400T. Inklusive Ausbau der Gabeln. Ja. Keine so schlechte Sache. Ne? Also Lenkkopflager muss definitiv auch neu.
Da werden wir keine Kugellager verwenden, da werden wir Kegelrollenlager verbauen, wieder All Balls oder Tourmax war das, glaube ich, ne? Ja, ansonsten ist ja alles andere schon gezeigt, was die Ruckdämpfer anbelangen, die neu müssen. Bremsen sind gut, die werden wir hinbekommen. Bei den vorderen Bremsen, bei der vorderen Bremszange haben wir ja einen Reparatursatz, den werde ich verbauen. Dann haben wir oben bei der Bremspumpe einen Reparatursatz, den werde ich verbauen, weil ich ganz einfach davon ausgehe, die lange Standzeit, da ist innen drin Schmodder, der raus muss. Und wenn ich dann zerlege und ich mache irgendeine Dichtung kaputt und ich würde keinen neuen Reparatursatz da haben, dann würde sich das Ganze wieder verzögern und so weiter und so fort. Deswegen nicht lange rumeiern, sondern mach's einfach. Ja, kostet einiges an Euros, aber dafür hat man dann auch wieder jahrzehntelang Ruhe oder jahrelang Ruhe. Das kommt halt immer drauf an, wenn regelmäßig die Bremsbrühe gewechselt wird, passiert der Bremse nichts. Ja. Und wenn man beim Zurückdrücken der Kolben auch darauf achtet, dass die Kolben vorher mal ein bisschen rausgepumpt werden, dann sauber gemacht werden und dann reingedrückt werden, passiert den Dichtungen auch nichts. Ja. Gut, was wäre denn der nächste Step? Der nächste Step aus meiner Sicht wäre Auspuff, damit der aus dem Weg ist und man etwas mehr Zugang zu den restlichen Anbauteilen hat. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, der Motor bleibt drin, den werde ich nicht rausnehmen, obwohl das bei der Maschine prinzipiell kein großartiger Akt wäre. Ja. Ich drücke es mal so aus, sag niemals nie. Ja, es kann auch durchaus möglich sein, dass wir die 4 oder 5 Schrauben, die da drin sind, noch rausdrehen und den Motor rausnehmen, um das Ganze ganz einfach handeln zu können. Aber das werden wir sehen. Weil ich habe ja immer noch dieses Chaos hier liegen, wo ich Angst habe, weiterzumachen, weil ich dann wahrscheinlich noch mehr Rostlöcher zum Vorschein bringe. Ich habe nämlich jetzt gesehen, das sieht man dem Teil hier nämlich nicht an, diesem Deckel. Aber wenn ich hier so klopfe, da und da, ja, der Rahmen hat schön ausgeschaut, der vordere Kotflügel und der hintere Kotflügel haben schön ausgeschaut. Ja. Aber dass da so dick Spachtelmasse drauf ist, das hat keiner gewusst und man hat es auch wirklich nicht gesehen. Und wieso soll ich mit Altväter-Sitte mit einem Magneten über jedes Metallteil drüber gehen, um zu schauen, ob gespachtelt worden ist? Es wurde ja, oder es ist gesagt, einmal restaurieren bitte, beziehungsweise einmal wieder in Schuss bringen und zum Laufen bringen. Bei der Puch 250, das ist, ihr macht es euch kein Bild und ich will das auch nicht zeigen, weil wenn ich anfange bei der Puch, mit der Puch zu arbeiten, beziehungsweise arbeitet ja die Puch mit mir, jedes, ich schwöre, so wahr ich hier sitze, jedes Bauteil hat irgendwas. Es gibt kein Bauteil, wo ich sage, jo, sauber machen, eventuell grundieren oder Rost schützen und man kann es wieder einbauen. Nichts. Jedes einzelne Bauteil an dieser Maschine ist praktisch genommen hinüber. Ja. Ich schweife ab, wir waren bei der Honda. Bei der Puch werde ich jetzt das nächste Video, was rauskommt, das werde ich mit der Puch machen. Und dann werde ich euch da jedes Bauteil mal so vor Augen führen. Der Alois meldet sich ja leider Gottes nicht auf Nachrichten. Folgedessen weiß ich auch nicht, wie es weitergeht, aber wir werden es sehen. Es gab ja, ja. Machen wir dann. Ja, Honda CM400T. Vielleicht lasse ich mich noch überreden, den Motor rauszunehmen, weil es wirklich dann kein Akt mehr ist. Es ist ja dann nicht mehr viel. Ich muss so oder so die Maschine vom Hauptständer runternehmen. Das heißt, die kommt auf den Motorständer oder auf den Heber, auf den Scherenheber. Und ja, wir werden es sehen. Sagen wir es mal so. Wenn ich so gut zurechtkomme, dann komme ich so gut zurecht. Ich muss die Hauptständerachse ziehen, weil da der Bremshebel mit montiert ist. Ja. Und der Hauptständer muss sowieso überarbeitet werden. Also
von dem her gesehen. Keine bösen Überraschungen, also böse jetzt mit oh Gott, sondern ja, okay, muss man mit rechnen. Wer etwas überrascht war, ich von den Lampenhaltern. Jetzt weiß ich gar nicht, in welchem Video sind wir jetzt. Haben wir den Lampenhalter vorher gehabt und die Gabel auch vorher ausgebaut? Oder weil ich ja durchdrehe, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich drehe nicht nur durch mit der Kamera, sondern ich drehe für mich selber innerlich auch durch. Ich werde auch, glaube ich, die ganzen Teile von der Puch aus dem Weg räumen, um nicht immer dran denken zu müssen. Ja, der Tommy war vorhin da, der hat auch die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Er hat gesagt, oh Gott. Ja, im Normalfall soll sich da jemand drum kümmern, der Lust und Laune dazu hat. Ich habe auf jeden Fall keine Lust und keine Laune mehr. Das ist für mich jetzt nur noch Pflicht. Und ja, dementsprechend wird auch die Arbeit etwas länger dauern. Ihr merkt selber, ja, ich will gar nicht drüber reden und ich rede drüber. CM400T. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Die ganze Dose, das schwimmt ja dann. Ja. Macht ja nichts. Heute ist zweite Runde Ripperlern angesagt. Tommy hat mir den Tipp gegeben, die noch mal eine Stunde mit so einer Cola Bier. Wir haben so 0,0% Bier Mixdosen irgendwas so und da sollen die dann drin rumschwimmen. Ihr habt ja das. Das ist ja auch das Bild, das Intro bzw. Vorschaubild oder wie nennt man es, Thumbnail, ja, das so aussieht. Ja. Und die sind göttlich, göttlich. Noch nie so gute Ripperlern gegessen. Gut, Ripperlern heißt die bei uns. Ripperlern. Ja. Okay, Puch ist aus dem Weg. Ich brauche jetzt nicht mehr draufschauen, ich brauche nicht mehr rumdenken. Das habe ich jetzt noch kurz gemacht, damit ich den Kopf frei habe. Jo, CM400T, Lenkkopflagerfritte, damit wir das nochmal erklären. Ob der Motor rauskommt oder nicht, sagt euch bald das Licht. Wenn es angeht auf YouTube, bling, dann ist das ein Zeichen, die Nice Ice Crew hat ein neues Video herausgebracht. Ja, jo, ihr Lieben, Resüm, nein, nicht Resümee. Mein Kanal, meine Regeln, Resüm des heutigen Tages. Knappe sechs Stunden, ja, sagen wir mal 5 Stunden. Ich will es mal nicht übertreiben. 5 Stunden geschraubt an der Honda CM400T. Und wie steht sie jetzt da in der Gesamtoptik? Steht sie da. Das heißt, wenn wir jetzt den Auspuff wegmachen, Lenker möchte ich drauf lassen, das ist so, da hat die eine gewisse Stabilität. Den Tank runter, den Auspuff weg, hinten das Kettenschutzblech weg, den Seitendeckel werde ich abnehmen müssen. Muss ich mir nochmal genau anschauen, wie ich an die Ritzelecke rankomme, wie das ist. Aber ich glaube, das ist nur ein ganz normaler Motordeckel. Ja, ich habe Seitendeckel gesagt, weil das Ding ist auf der Seite. Das ist ein Motorseitendeckel. Man kann auch Lichtmaschinendeckel dazu sagen, weil ich Piep hat es gemacht und der Akku war leer. Das ist der Nachteil an der Kamera. Die kündigt sich nicht an, dass man irgendwie reagieren kann, sondern da macht es Piep, Piep, Piep und aus ist sie. So, also ja, Motorseitendeckel. Ja, Motorlichtmaschinendeckel, Motorkupplungsdeckel. Nennt es wie ihr es wollt. Mir ist das vollkommen Plunzen. Für mich sind das Motorseitendeckel oder Seitendeckel oder was auch immer. Ob das Ding jetzt so heißt, interessiert kein Schwein. Ja? Hauptsache man weiß, um was es geht. Ne? Ja, Kettenschutz noch runter. Und dann Ritzel raus und Kette raus. Seitenständer ab. So oder so. Die Fußrasten weg. Schalthebel weg. Bremshebel ist keiner montiert momentan. Oder nee, das ist noch der
verlängerte montiert, so rum. Ja, und so, was haben wir denn da noch? Ein paar Kabel und dann fällt der Motor unten eigentlich schon raus, wenn man ein paar Schrauben losmacht. Also wir werden es sehen, ob wir es machen oder ob wir es nicht machen. Aber so ist jetzt der Stand der Dinge. Und ich muss jetzt demnächst mir noch was einfallen lassen, wie ich das Ding dann nachher hier unten unterstütze, dass ich den Hauptständer wegbekomme. Ja, und da ist... Naja, ich werde mir das überlegen. So, wichtig, Rippballern. Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser, gut, viel besser. Na, dann hoffe ich mal, dass das durch das Blech ist ja eins zum Zusammenschieben nicht durch hat. Nee, das hört nix. Das ist ein Backblech, das man zusammenschieben kann. Und wenn man da Soße reinmacht, das wird nix. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn, 17:45. Ich mache jetzt Feierabend. Ihr Lieben, herzlichen Dank für euren Daumen hoch und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Immer her damit, aber lasst die Kirche im Dorf. Sonst muss ich wieder ausholen und muss wieder ein paar Rüffel verteilen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Erstens geht es mir auf den Sack, zweitens geht es euch auf den Sack und drittens geht es allen auf den Sack. Und die 90%, sagen wir es mal so, 90% der YouTube-Gemeinde auf meinem Kanal hat wieder was zu lachen. Ja, weil das ist manchmal wirklich, wirklich arg. Wirklich ganz arg, was manche Leute für einen Gehirnfurz von sich lassen, um es mal mit einem Filmzitat zu zitieren. So, zwei, drei Sachen noch aufräumen, die Reifen bzw. die Räder in den Kofferraum schmeißen. Und dann ab dafür. Rechtes Eck, Honda CM400T, schauen wir mal, was ich da finde. Und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren und bleibt ihr auf dem Laufenden. Und die Videos werden dann auch vorgeschlagen. Bleibt mir für diese Folge nichts weiter zu sagen als bleibt mir gewogen. Pfiat euch. Baba.